Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Und heute gibt es mal wieder eine weitere Ausgabe der Hertha BSC News. Es gibt wieder einiges rund um unsere Hertha zu besprechen. Und zwar zum einen möchte ich über Freddy Bobic sprechen. Denn Freddy Bobic, ja, da gibt es die ein oder andere interessante Entwicklung. Ich möchte ein bisschen über unsere Verletzten sprechen. Vielleicht kehrt bald ein Langzeitverletzter zurück. Und ich möchte ein bisschen über Sami Alagui sprechen. Denn er ist jetzt unser neuer Teammanager. Und ich würde sagen, verlieren wir nicht so viel Zeit und sprechen wir sofort über die erste Thematik. Und zwar geht es um Freddy Bobic. Freddy Bobic, wir wissen es, wir haben ihn am 28. Januar gekündigt. Und Grund dafür war nicht nur das Derby, was wir verloren haben, sondern Kai Bernstein sagte, es ist wohl überlegt. Freddy Bobic, wir waren hier bei Hertha BSC nicht mit seiner Arbeit zufrieden. Und ganz im Ernst, ich verstehe, dass man sich von ihm getrennt hat. Wir haben viel Geld mit Bobic eingenommen, keine Frage. Er hat viele Spieler verkauft und hat unseren Kader umgekrempelt. Aber die sportlichen Erfolge, die fehlen komplett und die Transfers waren halt eben doch einfach fragwürdig. Vor allem der letzte Sommer und der letzte Winter, das hätte uns fast komplett in die zweite Liga geschossen, weil dort keine gute Arbeit geleistet wurde. So viel muss man halt eben anerkennen. Ich finde, wie gesagt, die Arbeit von Freddy Bobic war vor allen Dingen im allerersten Jahr, wo er für uns gearbeitet hat, eine Katastrophe. Unser Kader war teilweise nicht Bundesliga-tauglich. Auf vielen Positionen hat man sich an den Kopf gefasst, weil wir einfach nicht gut aufgestellt waren. Zum Beispiel, wir hatten letztes Jahr auf den Flügelpositionen Maulida und Richter. Mehr nicht. In Sona und Lee ziehe ich einfach nicht, weil beide einfach eine Katastrophe waren. Es waren Transfers, die nicht eingeschlagen sind. Transfers für viel zu viel Geld. Für einen Suazerder 8 Millionen, für einen Richter 7 Millionen. Ist halt eben jetzt, wenn wir uns diese Leistung anschauen, nicht gerechtfertigt. Und im Gegenzug viele Talente verscherbelt, losgeworden. Und das ist halt insgesamt ein Fazit, was man ziehen muss, dass die aktuelle sportliche Lage auch von Freddy Bobic mitentscheidend mitbestimmt wurde. Dass man sich daher von ihm trennt, finde ich vollkommen in Ordnung. Und das hat nicht nur was mit diesem Derby zu tun. Auch eben die komplette Situation, dass er jetzt im Winter keine weiteren Transfers mehr tätigen wollte, wo man dann da ja nicht ganz weiß, wie klar die Situation ist. Das ist halt eben auch nochmal so ein zusätzlicher Faktor. Die Bild und der RBB berichtet, dass wohl Hertha BSC Freddy Bobic eine fristlose Kündigung zukommen lassen hat. Das wird jetzt recht interessant, denn das könnte in einer Schlammschacht und vielleicht auch vor Gericht enden. Das heißt, die Sache ist jetzt eine Sache von Anwälten. Anwälte müssen sich jetzt darum kümmern, denn es wird wahrscheinlich eine gerichtliche Auseinandersetzung drohen. Es ist halt eben so, die Bosse von Hertha BSC, die ihn auch schließlich entlassen haben, werfen Freddy Bobic vereinsschädigendes Verhalten vor. Das heißt, dass Freddy Bobic den Verein geschädigt haben soll. Und dabei beziehen sich vor allen Dingen auf ein Interview. Könnt ihr euch auch erinnern, wir haben das Derby 2-0 verloren. Freddy Bobic stellt sich da ins Interview hin und sagt, wenn du noch einmal fragst, kriegst du eine gescheuert. Ich glaube, das hat er geantwortet auf eine Frage, ob Sandro Schwarz noch der richtige Trainer für Hertha BSC ist und ob man sich so langsam die Trainerfrage stellt. Ja, Freddy Bobic hat sich dafür entschuldigt, aber das ist dieses vereinsschädigende Verhalten, was jetzt so ein bisschen vorgeschoben wird. Ja, meiner Meinung nach ist das schon etwas dreckig, bin ich ganz ehrlich, so ein bisschen etwas vorschieben. Seien wir mal ganz ehrlich, hätte Freddy Bobic das gesagt und hätte hier eine gute Arbeit geleistet, dann wäre es sicherlich nicht zu einer fristlosen Kündigung gekommen. Und ich denke mal, es ist ganz klar, dass diese Kündigung mit finanziellen Motiven zusammenhängt. Zum einen, der Vertrag von Freddy Bobic hätte sich ja verlängert, so viel steht fest. Ich glaube, er hätte sich ein, zwei Wochen später bis zum Jahr 2026 verlängert. Ursprünglich lief er ja nur bis zum Jahr 2024. Und durch die Freistellung hat Hertha BSC verhindert, dass sich der Vertrag noch um 2 Jahre verlängert. Das heißt, wir haben in diesem Fall ein bisschen Geld gespart. Freddy Bobic verdient pro Jahr bei uns 3 Millionen Euro. Das ist übrigens mehr als ein Großteil unserer Spieler. Ich glaube, nur 2, 3 Spieler liegen da so knapp in diesem Bereich. Und angemessen der aktuellen Arbeit ist das auch wieder viel zu viel Kohle, wie er verdient hat. Und ja, das wird wahrscheinlich in einem Gerichtsstreit enden. Man muss natürlich so den Blick drauf werfen, ob der Grund der fristlosen Kündigung gerechtfertigt ist, ob das wirklich vereinsschädigendes Verhalten war. Das hängt natürlich jetzt auch davon ab, wie viel Geld wir Bobic eine Abfindung bezahlen müssen. Momentan sieht es wohl so aus, dass wir eine Abfindung im 6-stelligen Rahmen bezahlt haben. Das heißt, irgendwie so bis hin zu 1 Million Euro im 6-stelligen Rahmen halt. Und das könnte sich natürlich auch nochmal erhöhen, beziehungsweise wie die Gehaltskosten weiterhin getragen werden, je nachdem, ob die fristlose Kündigung gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt ist. Es ist halt wirklich ein sehr, sehr dreckiger Weg. Also so ein bisschen ein Grund vorschieben, der halt einfach für mich nicht gerade relevant ist. Ich finde,
feinschieliges Verhalten. Das war ja nicht wirklich feinschielig, es war ein kurzes Interview. Wir kennen ja alle selber unsere emotionalen Ausraster. Also würde ich da jede Woche im Interview stehen und ich würde jede Woche verlieren, ja, Bruder, dann würde ich die Journalisten safe auch irgendwie einmal so angehen. Also ich finde das schon echt krass, das als feinschieliges Verhalten zu beschreiben. Es ist klar, Hertha möchte hier 2-3 Euro in Abfindung bezahlen. Manche finden es gut, manche finden es nicht so gut. Ich glaube, ich würde diesen Weg nicht gehen, sondern lieber den ehrlichen Weg gehen. Aber im Endeffekt, wenn man mal drüber schaut, Freddy Bobic hat bei uns 3 Millionen Euro verdient. 3 Millionen! Ey, das ist doch im Liga-gleichen Verhalt. Der verdient so viel Geld. Was soll denn das? Also, ganz selber, da haben wir uns doch selber mit ins Bein geschossen. Im besten Fall sparen wir uns halt etwas an Abfindung. Im schlechtesten Fall, ja, können wir die Juristen bezahlen. Ja, jetzt natürlich, wenn man so mal schaut, im nationalen Raum macht das jetzt mal wieder ein bisschen Stimmung. Ich weiß gar nicht. Für unser Image ist das sicherlich nicht gut, dass wir jetzt hier versuchen, diesen unbeliebten Weg zu gehen. Vor allem, der ja auch national nicht so beliebt ist. Ich bin gespannt, also was da jetzt alles so folgt. Ich denke mal, es werden trotzdem einige Kosten für uns entstehen. Und ich bin gespannt, wie es sich in den nächsten Wochen und Monaten aufbaut. Und was denn noch an Informationen rumkommt. Und ja, soviel zu meiner Einschätzung dieser ganzen Freddy Bobic-Thematik. Ist wie gesagt eine recht komplexe Thematik. Viele von euch sind da sicherlich nicht so tief drin. Von daher, nehmt die Information einfach wahr. Braucht man nicht mit viel anfangen. Ich bin froh, dass jetzt Benjamin Weber hier ist. Und ich bin ganz im Ernst, diesen Transfer von Chigerchi, ich habe ihn belächelt. Ich dachte niemals, dass er so krass einsteigen wird. Aber die ersten beiden Spiele gegen Frankfurt und das gegen Gladbach war vielversprechend. Chigerchi mit einer meiner MVPs, also ein richtig starker Eindruck, wie er das Spiel organisiert, strukturiert und in der binnen weniger Wochen zu einem absoluten Führungsspieler aufsteigt, ist wirklich überragend. Von daher, ey, ich bin gespannt, was Weber hier mit uns erreichen kann. Und ob er auch mit uns vielleicht so ein bisschen die Zukunft formen kann. Bis hierhin wirklich ein ordentlicher Job von Weber. Ich wollte mich auch nochmal für eine Sache bedanken. Und zwar, wir haben jetzt die 2900 Abonnenten hier auf diesem YouTube-Kanal geknackt. Dankeschön für die Unterstützung in den letzten Wochen und Monaten. Es macht unfassbar Spaß, gerade Videos hier zu machen. Ja, wir sind jetzt wirklich auf dem Weg zu 3000 Abonnenten und wir sind auf den Zielgeraden. Das heißt, abonniert ganz gerne diesen Kanal. Macht uns Zugriff, um die Hertha und die Bundesliga zu verpassen. Und mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Starten wir direkt rein mit der zweiten Thematik des Tages. Und zwar geht es um unsere Verletzten. Wir wissen es, unsere Verletztenliste ist Ewigkeiten lang. Augsenrocher ist verletzt, ein Shidira Yuke ist verletzt, ein Peter Pegreik, ein Willi Kanga, ein Stevan Jovic ist verletzt und Kieran und Sonas auch verletzt. Ja, es sah sogar fast so aus, als könnte Martin Dali sich verletzt haben. Das hat sich Gott sei Dank nicht bestätigt und wir haben jetzt ein halbwegs volles Team. Aber interessanterweise, das ist mir heute aufgefallen, fehlt eine wichtige Information. Hertha BSC gibt am Anfang jeder Trainingswoche immer bekannt, welche Spieler individuell trainieren, welche Spieler auch ins Teamtraining zurückgekehrt sind. Und jetzt wird es interessant. Und zwar geht es um Kieran Nsona. Kieran Nsona taucht in keiner Auflistung auf von Hertha BSC. Momentan trainieren Augsen Rochel, Peter Pekrik, Willi Kanga und Stevan Jovic individuell. Bei Kieran Nsona und Shidira Yuke fehlt diese Information. Und wir wissen es, Nsona war eigentlich schon lange in diesem individuellen Zyklus drin, ähnlich wie Shidira Yuke. Das kann jetzt zwei Sachen bedeuten. Zum einen, man schaut, inwiefern dort vielleicht schon eine Implementierung des Mannschaftstrainings sinnvoll ist. Oder zweitens, man wartet ab und es gibt möglicherweise einen Rückschlag. Ich wünsche mir, dass Kieran Nsona so schnell wie möglich in dieses gottverdammte Mannschaftstraining zurückkehrt. Der Mann, der hat seit 2,5 Jahren keinen Ball mehr berührt. Wir haben ihn im letzten Winter verpflichtet. Das ist jetzt vor einem Jahr gewesen, ne? Das war nicht dieser Winter, sondern letzter Winter. Das ist Ewigkeiten her. Und ich habe ihn noch nicht einmal am Ball gesehen. Natürlich muss man hier auf Freddy Bobic kritisieren, was das auch schon wieder für ein komischer Transfer war. Aber trotzdem, ich wünsche mir, dass dieser Junge so schnell wie möglich in das Training eingegliedert wird und vielleicht ein Spiel machen kann. Nur ein Spiel will ich sehen. Aber bis hierhin ist das echt fragwürdig. Ich hoffe, dass Nsona, wenn es dann in den kommenden Tagen neue Informationen gibt, dann bin ich mir sicher, mit guten Informationen hier ankommt. Ich hoffe, dass es keinen Rückschlag oder so gibt. Und das gleiche auch für Yuke. Bei Yuke gibt es auch noch keine Informationen. Auch er ist ein wichtiger Faktor in unserer Offensive. Ich bin gespannt, ob er vielleicht auch in diesem momentan 3-5-2-System funktionieren könnte. Und da bin ich mir gespannt, was folgt. Übrigens, Peter Pegrik ist wieder im Teamtraining. Geile Sache, war jetzt lange Zeit verletzt. Da bin ich gespannt, was Peter Pekrik
für uns leisten kann. Ist ja auch nochmal so ein alter Mann. Nochmal eine gute Ergänzung. Ein erfahrener Mann. Für den Abstiegskampf extrem wichtig. Hat auch in den letzten Jahren gute Arbeit geleistet. Und zwar kommen wir jetzt auch schon zur letzten News des heutigen Tages. Und zwar kehrt ein alter Bekannter zurück. Samir Lagui kehrt zurück zu Hertha BSC. Er wird die Aufgaben von Thomas Westphal übernehmen. Er kennt die Abläufe des Profiteams, spricht mehrere Sprachen, hat lange Zeit bei Hertha BSC gedient, ist ein absoluter Teamplayer und mit seinen fachlichen Qualitäten wird er uns sicherlich verstärken. Das war etwas, was Benjamin Weber gesagt hat. Mehr Hertha DNA, ja, so nennt man das ja oft mal momentan. Jetzt für uns, er übernimmt halt die Rolle von Westphal. Ich kann mir vorstellen, dass er auch nochmal einen guten Draht zum Team haben könnte. War allgemein jetzt öfters unterwegs, ne? Auf unserem Trainingsgelände hat man ihn ja öfter gesichtet. Ja, als Teammanager wird er ein wichtiges Bindemitglied zwischen Trainerteam, Spieler und auch dem Staff sein. Und zum Beispiel auch Benjamin Weber. Und ich glaube, dass Samir Lagui diese Rolle gut ausführen kann. Hat bei Hertha gespielt, mehr Hertha-Identität, kennt diesen Verein und die ganzen Bobic, Lemminge und Lakaien, die gibt es halt momentan nicht mehr. Da bin ich gespannt, wie es sich in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt. Und das war's auch mit diesem Video. So viel zu Samir Lagui, so viel zu den heutigen Hertha-News. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Morgen gibt es von mir einen Livestream. Es gibt endlich mal wieder einen Livestream. Jeden Donnerstag versuche ich jetzt live zu gehen. Ey, bis dahin, genießt all diesen Tag, genießt den Abend. Wir sehen uns. Schönen Tag euch noch und tschüss.